Willkommen zur zweiten Sendung von Marienberg Live. Letztes Jahr haben wir unseren neuen Kunstrasenplatz bekommen und den möchten wir Ihnen gern zeigen. Das hier ist unser wunderschöner Sportplatz, aber leider haben die Tore schon ziemlich ausgedient, darum könnten wir noch ein paar neue Sponsoren für neue Netze gebrauchen. Jeden Donnerstag werden bei uns an der Schule Brötchen verkauft. Hier einige Videos von den Vorbereitungen der Eltern und dem Verkauf. Aha. Morgen. Wofür macht ihr denn hier die, also wofür schmiert ihr hier die Brötchen? Dass man, also einmal in der Woche wird das gemacht, immer donnerstags, dass die Kinder dann von der 10. Klasse, glaube ich, 9. 10. was verkaufen, dass die Kinder auch so hin und wieder mal wieder was Gesundes zum Essen kriegen. Wie lange sind Sie jetzt hier schon dabei? Ich bin seit 3 Jahren dabei schon. Können Sie mal grob schätzen, wie viele Brötchen Sie jetzt schon in den 3 Jahren geschmiert haben? Oh, Hilfe! Und 100 oder 120, genau. 120 die Woche, wer ist gut in Mathe? Die Frau Schneider ist gut in Mathe, habe ich gehört. 120 Brötchen in der Woche, in 3 Jahren, wie viele Brötchen haben wir gemacht? Wie viele Schulwochen? 30. 1200 sind 3600 mal 3 sind... Schon jede Menge, ne? Über 10.000. Über 10.000 Brötchen, das ist schon eine ganze Menge. Ja, das stimmt. Wer kauft morgens die Brötchen ein und die ganzen Zutaten? Also die Brötchen bringt die Bäckerei Nikinisch immer donnerstags morgens hier hin. Und die andere alle, also jede Gruppe hat eine, die dafür verantwortlich ist, ist in die Gruppe. Fahre ich immer Donnerstagmorgens oder mittwochs nachmittags zu Rewe und kaufe ich mal die Sache ein. Wie ist eigentlich die Idee jetzt hier zu den Broteschmieren entstanden? Das war so, dass vor 10 Jahren die Sozialpädagogik-Schüler, die hatten die Idee, was für die Schüler zu tun. Und dann wollten sie den Verkauf anfangen und haben dann mit kleinen Dingen angefangen und es wurde immer mehr. Und irgendwann kam dann der Wunsch nach belegten Brötchen. Und das ist jetzt 7 Jahre her, dass die Aktion läuft und es werden auch immer mehr Eltern, die helfen. Es sind jetzt zurzeit 24 Eltern, auch ein Vater, der hier hinkommt donnerstags und die Brötchen schmiert. Und ich glaube, es ist ein großer Erfolg. Die Kinder freuen sich immer sehr auf den Donnerstag und die Brötchen sind sehr schnell weg. Ich habe eben schon gehört, dass eine Frau hier innerhalb von 3 Jahren ungefähr 10.000 Brötchen geschmiert haben. Könnten Sie mal ausrechnen, wie viel das in 7 Jahren ungefähr waren? Wie war das in 3 Jahren? 10.000. Dann muss man geteilt durch 3, das sind dann 3.000 in 21.000. Brötchen, das ist eine ganze Menge, ne? Ja. Die Brötchenaktion gibt es seit 7 Jahren. Die Frau Arendt hat das sehr lange geleitet. Jetzt ist das die Frau Vorneck und die Frau Zeuzheim. Die kümmern sich darum, koordinieren das mit mir. Und das ist wirklich eine ganz tolle Sache, über die wir sehr froh sind. Kommt das eingenommene Geld dem Pausenkiosk zugute oder geht das in die Schulkasse? Der Pausenkiosk verkauft und der nimmt das Geld ein und die Schüler, es kommt den Schülern zugute. Vieles, was draußen auf dem Schulhof war, jetzt zurzeit nicht mehr, das sind die Basketballkörbe,
Die wurden davon angeschafft, auch die große Matte zum Sportplatz hin, damit die Kinder während der Pause auf den Sportplatz gehen können. Die wurde davon angeschafft und noch viele andere Dinge. Also es kommt immer darauf an, welche Wünsche die Schüler äußern, und das wird dann mit dem Herrn Schall besprochen und dann werden die Dinge angeschafft. Okay, dann sage ich nochmal danke für das Interview. Ich sehe jetzt hier ganz viele Brötchen stehen. Wie viele Brötchen sind jetzt einzeln so? Es sind genau 120 Brötchen, die jeden Donnerstag geschmiert werden. Hier stehen wir vor den Käsebrötchen. Und es ist immer ganz genau festgelegt, wie viele von jeder Sorte. Und das kam, wir haben erst eine Befragung gemacht, was die Kinder gerne hätten und was da draufgelegt werden soll, auch Salat oder Tomate oder Kresse. Und dann müssen wir natürlich beobachten, wie viele gekauft werden und wie die Nachfrage ist. Und dementsprechend wurde dann auch geändert, bis wir so das Gefühl haben, jetzt sind die Schüler zufrieden. Aber man muss sagen, jedes Jahr, zu Beginn des Jahres, ändert sich das auch, sodass wir jetzt den größeren Bedarf haben, Schinkenbrötchen, wird also mehr nachgefragt. Und entsprechend werden dann auch die Anzahl der Brötchen verändert, je nach Bedarf der Schüler. Warum kaufst du dir eigentlich hier die Brötchen? Naja, sie sind preisgünstig und schmecken. Weil die einfach lecker schmecken und ist halt ganz viele leckere Sachen halt drauf und so. Ein Ei und ein Salat. Ein Käse. Sehen wir jetzt im Fernsehen. Warum ausgerechnet wir? Warum haben wir es nicht? Ein Käse, ein Ei, ein Schokolade. Stopp. Ein Käse, ein Ei. Kannst du dir das merken? Ja, eine Schokomilch und eine Bananenmilch. Was Fabian jetzt über die Spülmaschinen erzählt, ist leider nicht so ganz ernst zu nehmen. Das hier ist unsere super moderne neue Küche. Die Schubladen sind sehr praktisch, denn zum Schluss gehen sie alleine zu. Der Herd hier ist auch ziemlich praktisch, denn wenn man hier die Platte anhat und man kommt jetzt hier gegen und bleibt hier mit dem Pulli hängen, dreht er sich normalerweise kleiner oder größer. Der hier kann man aber einfach reinschieben, wenn man die Temperatur ausgewählt hat, dann passiert da nichts mehr. Die Schubladen haben auch ziemlich neue Sachen, wie zum Beispiel der Mixer oder die Waage, die sind alle extra neu für diese Küche bestellt worden. Natürlich hat auch unsere Küche die neuen Jalousien. Das hier sind die neuen Spülmaschinen von uns. Die sind eigentlich für jeden Haushalt gedacht, die sind ganz praktisch, weil am Anfang, wenn man sich die kauft, kann man hier die eine Spülmaschine voll mit Geschirr machen. Dann holt man sich, wenn man isst, zum Beispiel 4 Teller raus. Und wenn die dreckig sind, tut man die dreckigen Teller in die zweite Spülmaschine. Wenn man alles hier in dieser Spülmaschine aufgebraucht hat, dann ist diese automatisch voll, weil Geschirr verschwinden kann es ja nicht. Und dann macht man die hier zu, wartet, bis es gespült ist und macht das ganze Spiel anders darum. Und so braucht man nie die Sachen aus der Spülmaschine rauszuräumen und oben in den Schrank zu tun.
Gefällt dir denn das Kicker? Ja, das ist sehr cool, weil man mit anderen Leuten zusammenspielt. Das macht auch sehr viel Spaß. Okay. Wir hatten spontan einen Besuch einer der besten Bands Englands für die beiden Sechserklassen. Natürlich waren wir auch dabei, als von Bobbert das Zentralcafé abgerissen wurde.
Dieses Mal wurden unsere Vitrinen mit den Bühnen der Klasse 5b neu gestaltet. Also, du hast ja eine Bühne gebaut. Was soll deine Bühne denn darstellen? Meine Bühne soll eine amerikanische Sängerin, Demi Lovato, darstellen mit ihrer Band und Publikum. Ich kam auf die Idee im Internet, denn ich habe mir dort Bilder angeschaut und ich habe ein sehr schönes von ihr entdeckt und deswegen habe ich gedacht, mache ich einfach eine Bühne zu Demi Lovato. Also du hast ja auch eine Bühne gebaut. Was soll denn deine Bühne darstellen? Also oben, das soll Miley Cyrus darstellen. Bin auf die Idee gekommen, weil sie sehr hübsch ist und sie kann gut singen. Und unten bin ich auf die Tiershow Shop drauf gekommen, weil Tiere mag ich sehr und ja. Also du hast auch eine Bühne gebaut. Was soll denn deine darstellen? Meine Bühne ist für meine Schwester gedacht, weil ich habe meine Schwester sehr gerne. Und im Hintergrund sieht man Germany's Next Topmodel, weil sie war auch mal hier auf der Schule und dann wollte sie mal zu Germany's Next Topmodel gehen. Aber es hat sie dann doch nicht gemacht und dann habe ich für sie diese Bühne gebaut. Also meine Bühne soll darstellen eine Girlband. Ich kam auf die Idee von meiner Mutter und dann bin ich in mein Zimmer gegangen und habe gedacht, das ist eigentlich gar keine schlechte Idee. Und dann habe ich es umgebaut. Ah. Also du hast ja auch eine Bühne gebaut. Was soll denn deine darstellen? Meine soll darstellen Hannah Montana, weil Hannah Montana mein Star ist und weil ich die Sachen auch dafür hatte. Also du hast ja auch eine Bühne gebaut. Was soll denn deine darstellen? Also meine Bühne ist für Katy Perry, weil ich die Musik sehr gerne mag. Dieses Modell von der Buga hat Frau Geisler mit der 5a gebaut. Ich sage herzlich willkommen und hallo hier auf der Buga bei der Plan for the Planet Geohumus Akademie. Ich spreche jetzt mit Herrn Ilk, dem Marketingchef von Geohumus. Was ist eigentlich Geohumus? Ja, grüß dich. Also Geohumus ist ein Wasserspeichergranulat, mit welchem man Pflanzen mehr Feuchtigkeit und ein besseres Bodenmilieu zur Verfügung stellen kann. Und Geohumus hat sich zum Ziel gesetzt, hier auf der Bundesgartenschau eine Kinderakademie für Plant for the Planet zu machen. Plant for the Planet hat sich wiederum zum Ziel gesetzt, in jedem Land dieser Erde über 1 Million Bäume zu pflanzen. Und das sieht man ja auch an deinem T-Shirt, dass hier die Kinder quasi jetzt an der Akademie teilnehmen können. Warum gibt es jetzt eigentlich Geohumus? Ja, Geohumus gibt es, weil es immer mehr Wüsten gibt und weil es eine immer stärkere Erderwärmung gibt und wir uns mit unserem Produkt dafür einsetzen, dass Wüsten wieder grüner werden und dass man weniger gießen muss. Das heißt, die Kinder und Menschen können mit viel weniger Gießwasser genauso gut oder besser ihre Pflanzen großziehen. Deshalb haben wir quasi das Produkt gemacht und haben dann gesagt, es muss aber auch jemanden geben, der dann ganz viele Pflanzen auf dieser Erde auspflanzt. Und dafür sind natürlich die Millionen von Kindern, die Plant for the Planet erreicht und als Botschafter ausbildet, genau richtig. Ja, Sie haben jetzt hier ein Töpfchen mit Geohumus drin und dann wollte ich Sie mal fragen, woraus besteht denn Geohumus? Genau, da kannst du mal reingreifen. Geohumus besteht zu 75% aus Vulkangesteinsmehl und zu 25% aus dem Stoff, der in deiner Babywindel mal drin war, nämlich Superabsorber. Und die können bis zum 40-fachen des Eigengewichtes an Wasser speichern und dann im Boden der Pflanze wieder zur Verfügung stellen. Ja, wir haben das ja gesehen schon im Rahmen der Akademie, wenn man quasi so ein kleines Gläschen mit Geohumusgranulat auffüllt mit 0,2 oder 0,3 Liter, dann kann das komplett von dem Granulat aufgesaugt werden. Und wenn die Pflanze das Wasser braucht, gibt es wieder an die Pflanze ab. Wasser! Das ist so süß. Wasser! Wohin damit? Hier sind die Einfach rein. 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 Einf
Langsam. Einer nach dem anderen. Ich glaube, wir müssen zwei oder drei machen. Ich hole noch den anderen Erdensack. Okay. Bäumchen ja sowieso zu Hause wieder irgendwo in den Topf oder in den Garten ein. Ja. So, perfekt. Erster fertig. Sehr gut. Pflanze rein. Pflanze drauf. Wir müssen jetzt. Und dann Erde drumherum. Und dann müssen wir gleich Hände waschen. Woo! Ja, ja. Schön. So, jetzt müssen noch die zwei Lehrer da rein. Und jetzt können wir ja noch ein bisschen über die Akademie reden, was die Kinder quasi hier lernen sollen. Eure Schule ist ja mit, glaube ich, 25 Kindern hier angereist. Und wir haben verschiedene Bausteine in der Akademie. Es gibt zuerst mal einen Grundkurs über Klimaerwärmung und die Werteverteilung auf der Erde und die verschiedenen Probleme der Menschen, zum Beispiel in den Wüstenzonen, wo sie kein Wasser haben. Dann gibt es ein Seminar zum Thema Rhetorik, wo man lernt, quasi Themen zu präsentieren. Dann haben wir Arbeitsgruppen gemacht, um Pflanzen einzupflanzen und Bäume kennenzulernen. Dann haben wir ein World Café, in dem verschiedene Vorträge und Themen erarbeitet werden. Wir sehen ja hier, man muss es mal vergleichen. Ein Mannequin macht drei Luftballons. Und hier machen zwei Mannequin keinen einzigen. Könnt ihr euch denn vorstellen, wie groß ein Baum werden kann? Kommt auch an weg. 3 Meter. Wie bitte? 3 Meter. 3 Meter? Mehr. Wer weiß noch was anderes? Ich bin sehr sicher, dass es auf die Art der Bäume ankommt. Welche Art? Ja, das stimmt. Das sind Mammutbäume, die mit Riesen drin sind. Ja. Kleine und etwa, in etwa eine Zahl, so ein ausgewachsener Baum? So 20 ja. Meter. 20 Meter? 10 Meter. Kann ein Baum werden, wenn er ausgewachsen ist? Im Breit, im Umfang. Ja, das sind dann im Durchschnitt sind das dann 1, 2, 3, 4 Meter. Im Durchschnitt. Und jetzt zum Ende der Akademie werden dann die Kinder ihren Eltern schon präsentieren, was sie jetzt mit nach Hause nehmen an Botschaften und wie sie die Welt etwas grüner machen möchten. Okay, und das, wo die Kinder den Eltern jetzt alles zeigen, was sie gelernt haben an diesem Tag, zeigen wir ihnen jetzt. Also wir haben überlegt, wo wir die Bäume pflanzen könnten, wer uns dabei helfen kann und wann wir das machen und wo wir das machen. Ja. Bei unserer Schule, da gibt es eine Streuobstwiese und da könnten wir halt dort Obstbäume pflanzen. Neben dem Sportplatz, da ist ein Bach, da könnten wir auch die Bäume pflanzen, da würden die auch Wasser kriegen und ja. Im Park, der bei unserer Schule ist, würde es auch sehr gut passen, ja. Und neben der Schulhoftreppe, damit es auch einfach ein bisschen schöner aussieht. Das war's für dieses Mal. Wir freuen uns, wenn Sie nächstes Mal wieder zu Marienberg Live einschalten. Schöne Ferien. Schöne Ferien. Schöne Ferien. Schöne Ferien wünsche ich euch. Schöne Ferien. 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 Ich wünsche euch sehr schöne Ferien und ich hoffe, dass wir uns dann gut wiedersehen nächstes Schuljahr. Schöne Ferien.